Hier ist Atinka Amalia von der Sorcerer's Academy und heute Morgen steigen wir auf eine schamanische Reise ein und diese schamanische Reise bringt uns zu Lady Nada. Nada steht für den Freitag und ich sage die Wochentage mal dazu, damit ihr wisst, aha, dann kommt hier die rot-goldene Strahlung zu mir. In der schamanischen Reise findet ihr diese aufgestiegenen Meister oder Geistwesen oder was immer es da gibt in der oberen Welt. Normalerweise ist das so, dass man dann auf einer Wolke sich legt zum Beispiel und nach oben fliegt, um Kontakt mit ihnen zu bekommen. Oder du könntest auch auf den Rücken eines Adlers steigen und mit diesem Adler nach oben fliegen. Es gibt ganz viele Möglichkeiten. Ich habe das auch früher so gemacht, weil ich dachte, das müsste so sein, damit das auch richtig schön schamanisch aussieht und damit das der Welt so passt. Allerdings ist das aus meiner Möglichkeit unnötig, weil ich mache es genau umgekehrt. Ich bringe diese Meister von der oberen Welt zu euch. Trotzdem möchte ich es als eine schamanische Reise betrachten, eben weil ich euch mit diesen Energien verbinde. Nochmal sei hier erklärt, wenn du diese Tage jeden Tag bewusst machst, vervollständigst du das Erschaffen aus der Urmaterie gleich Präzipitation. Dieser Präzipitationsweg kommt von Konfuzius, der erkannt hat, dass wir erschaffen eben aus der Urmaterie. Wir nennen es auch Manifestation. Nur hier gehen wir bewusst durch die Dinge, die uns eben daran hindern, der, die zu sein, die wir sind. Das heißt, es geht auf eine viel, viel, viel höhere Ebene. Wir machen hier keine Manifestation aus dem Ego, wir machen hier Manifestation aus unserem Sein, ne? Also wir beabsichtigen. Und das ist ein großer, großer Unterschied, weil erschaffen aus dem Ego bringt Leid. Weil alles, was du aus dem Ego erschaffst, wird nicht bleiben, wird vergehen. Ja, Beispiel, wir wissen, jemand gewinnt im Lotto 1 Million Euro. Und wie viele davon haben das innerhalb von 2 Monaten, sagen wir mal, das ist schon lang gegriffen, es gibt auch noch schnellere, dieses Geld verloren? Und das zeigt immer wieder die Vergänglichkeit der Welt. Die geistige Welt, die geistige Ebene, Gott, Absicht, ist nicht vergänglich, sondern immer gegenwärtig. Immer. Alles, was du von dieser Welt empfängst, ist beständig. Das Einzige, was du aufgeben darfst, ist dich mehr und mehr von der gewöhnlichen Welt zu lösen, um in der außergewöhnlichen Welt, sprich auch Energiekörper, zu sein. So. Ich hoffe, das ist halbwegs angekommen. Heute, wie gesagt, die ganz, ganz, ganz wundervolle Lady Nada
Auch im Solarplexus. Ja, also wir sehen, wir haben da drei Meister in diesem Bereich des Solarplexus sitzen. Und das sind ja auch, da ist ja auch Wille, da ist ja auch Kraft, da ist ja auch dieser Bereich, gestern im Maitreya-Bereich, wo wir ins Träumen gehen. Ja. Das alles findet ihr im Solarplexus. Und wenn dieser Solarplexus blockiert ist, eben aus Ängsten, aus vergangenen Erfahrungen eben, ne? Das sind karmische Erfahrungen. Wenn das alles blockiert ist, wissen wir, dass es eben nicht durchfließt. Das wissen wir beim Magen zum Beispiel, wenn es Magengeschwüre gibt, wo sich etwas staut. Also dürfen wir lernen, den Solarplexus zu befreien. Und wie tun wir das? Eben mit Hilfe dieser Meister. Unter anderem. Aber wir dürfen hinsehen. So. Und jetzt macht euch bereit. Schaut, dass ihr ungestört seid. Nehmt euren Platz ein, wo immer ihr jetzt seid und wie ihr ihn einnehmen wollt, entweder direkt auf dem Boden oder auf einem Stuhl. Atmet mal tief ein und nochmal aus. Und spürt jetzt mal, wie der Atem durch euer Solarplexus fließt und schaut, ob da das sich gut anfühlt oder ob ihr denkt, oh, da drückt's. Achtet mal auf euren Atem. Schaut, wie ihr einatmet und nochmal ausatmet. Schaut, wie ihr sitzt. Wie sitzen eure Sitzhöcker? Ist da alles in Ordnung oder wollt ihr ein bisschen nachjustieren? Schulter locker, Kopf gerade, aber nicht verkrampft. Wenn es geht, nicht anlehnen. So, und dann rufen wir die aufgestiegene Meisterin des Lichts vom rot-goldenen Strahl, damit sie zu uns kommt. Jetzt. Guten Morgen, Lady Nada. Und diese rot-goldene Strahlung dehnt sich jetzt in dir aus. Und hier finden wir natürlich auch die Liebe. Eine Inkarnation von Lady Nada war Maria Magdalena. Ja. Empfangt diese rot-goldene Energie in euch. Öffnet euch für diese rot-goldene Energie. Lasst sie jetzt mal in euch wirken, in all euren Körpern, eurem physischen Körper, ätherischen Körper, emotional Körper und mental Körper. Und jetzt in alle Richtungen der Zeit, Dimensionen, Parallelwelten.
Und in dem Jetzt und fühlt, was es bedeutet, diese Energie zu empfangen. Vielleicht spürt ihr, dass ihr still werdet in euch. Vielleicht spürt ihr, dass ihr zentriert werdet in euch. Vielleicht spürt ihr, dass er nach innen geht und nicht mehr im Außen seid. Vielleicht spürt ihr, dass ihr hier in einen Bereich kommt, der euch verbindet mit der Absicht, mit einem Teil von euch, der diese Liebe kennt. Ohne Bewertung, ohne Neid, Eifersucht, Konflikt. Sondern einfach nur sein, still. Dieser Teil von euch kennt keine Konflikte. Dieser Bereich von euch kennt kein Urteil, keine Bewertung. Dieser Bereich von euch ist jetzt. Ihr hält deine Welt an. Und von hier aus erschaffst du aus der Urmaterie. Weil hier bist du Schöpfer, bewusster Schöpfer. Alles andere, was du erlebst in deinem täglichen Sein sind Fehlschöpfungen. Einfach ein Traum. Hier bist du angeschlossen. Hier bist du im Beab. Absichtigen. Und hier bist du auch bereit, die Wahrheit zu empfangen, Impulse zu bekommen aus der höchsten Instanz.
Hier übergibst du dich deiner inneren Führung. Hier bist du bereit, einen Schritt zurückzutreten, damit deine innere Führung übernehmen kann. Hier erkennst du, dass es kein Ich hier und der dort gibt, sondern du erkennst, dass du hier und du dort bist. Alles ist eins, keine Trennung. Und jetzt schau dir deine Wünsche an, die du hast. Wie fühlt sich das auf dieser Ebene an? Nimm mir mal an, du wünschst dir ein Haus. Wie fühlt sich das von dieser Ebene aus an? Für dein Sein gibt es kein Haus. Das ist Traum. Dieses Haus existiert nicht. Aber du kannst erkennen, dass du dieses Haus bist. Und vielleicht gibt es da noch jemand, der dieses Haus möchte. Und das Ego sagt, du musst in Konkurrenz treten. Du musst besser sein. Schau, dass du ihn wegbekommst. Und du darfst erkennen, dass du dieser andere bist. Das bedeutet, schau, was es mit dir macht, beseitige es und erkenne, dass es ein Spiel ist, das du jetzt hier spielen darfst. Also sei bereit zu spielen. In jedem Moment. In der Freude und in der Liebe Gottes. Strahle mit deinem Herzen. Erlaube dir zu strahlen. Und sieh in dem anderen die Liebe, die Wahrhaftigkeit. Keine Trennung.
Und genau so ist das natürlich auch, wenn du einen Partner, eine Partnerin hast, wo es vielleicht Konflikte gibt und wo du dir wünschst, dass das anders wird. Aus dem Ego heraus willst du kämpfen und sagen, der muss ja anders werden. Oder die. Hier siehst du einfach nur, dass du dich selbst anschaust. In jedem Moment. Was für eine Erleichterung. Oder? Und genau hier kannst du hinsehen und tu dir den Gefallen, es genau aus diesem Bereich zu tun, wo du jetzt bist. Aus deinem Sein heraus, aus diesem gegenwärtigen Moment. Dann schau auf den anderen, auf den scheinbar anderen. Und stimme einfach zu. Ja. Oh ja. Und wenn du dieses Ja gibst, dann stimmst du der Absicht zu. Und in diesem Moment kann die Absicht für dich wirken. Und hier lassen wir jetzt das rote, goldene Licht zirkulieren. Und sich ausbreiten. Und dann schau, was passiert. Ich bedanke mich bei der aufgestiegenen Meisterin des Lichts, Lady Nada, für diese wunderbare Unterstützung. Ich bedanke mich bei euch, dass ihr hier seid, dass ihr versucht oder den Versuch startet, da jetzt den gegenwärtigen Moment wirklich zu erkennen. Die Wahrheit zu erkennen. Und jeder, der da jetzt mitmacht, bitte kommentieren, wenn ihr, was ihr erlebt. Dankeschön. Und jetzt könnt ihr noch einmal kraftvoll einatmen, damit ihr zurückkommt. Euch vielleicht abklopfen. Bisschen schütteln, damit ihr wieder ganz hier seid. Ich wünsche euch einen wundervollen Tag. Bis dahin. Tschüss.